Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Ja, im letzten Part musste ich leider feststellen, traurigerweise, dass ich drei Items übersehen habe. Drei Schriftrollen dürften das gewesen sein. Schock, schwere Not. Ich hoffe, wir können irgendwann mal das Kapitel nochmal spielen. Ich meine, es muss gehen. Zum einen gibt es ja quasi das Kapitel abgeschlossen mit alle umgenietet und zum anderen keinen umgenietet, nicht entdeckt und so weiter, ne? Also das wäre schon klasse, ehrlich gesagt, wenn wir das nochmal zocken dürften. Jo. Aber bis dahin werden wir uns hier ein bisschen vergnügen. Na du Gradler. Wie der da mit Pfeil und Bogen hinzielt, ne? Die Drecksau. Aber ich hoffe mal, dass er uns da nicht kriegt, wenn wir den jetzt umhauen. So. Sehr gut. Sehr schlecht. Weg da. Der Bogenschütze da oben, der geht mir ein bisschen auf die Nerven. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich würde ihn schon gern besuchen, ehrlich gesagt. Boah, da musst du aufpassen, ne? Aha, hier haben wir wieder Wasser. Nichts gut, das heißt, Potenzial, dass ich wieder abnippel. Einen Moment bitte. Ui, da musste ich kurz mal niesen, Entschuldigung. Irgendwie, ja, juckt es mir in der Nase. Hier kann ich nicht drauf, ne? Doch, war quer jetzt gegangen. Ah, ja, zum Abstürzen. Ja, ja, ist halt zum Testen, ne? War. Ja, ja, war klar. Also, neu starten. So. Meine Nase. So. War nur ein Versuch, aber das geht so natürlich nicht. Das war eh klar. War eh klar hier. Ja, Käppel mal. Der da oben, der Gradler da oben, der geht mir auf die Nerven. Bogentyp, das geht's. Ich wollte es nur mal probieren. Okay, da gehört zuerst der Bogenschütze gehört zuerst weg. Alles klärchen. Ich wollte es nur mal testen, weil er hat nur bis dort unten hingezielt. Okay, das heißt potenziell gefährlich diese Kerle. Ja, quatscht nur fertig. Besser. Das ist ja schon sehr viel besser. Aha, da drüben ist ein Gradler. Aha. War, nicht runterfallen. Aha. Okay.
nicht gut. Aha. Gut, schnell weg. So, jetzt müsste der gehen. So. Jawohl. Haha. Das lief gut. So. Ah, da muss ich kurz warten. Da müssen wir warten, das machen wir. Wir warten, bis es nicht mehr geht, lalalala. Bist du schon weg? Jetzt kommt er. Moa, soll man gleich von da oben ermorden? Was? Wie kannst du nur? Eureka! Moa. Und tschüss. So. Dann haben wir den da drüben. Husch. 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 Zack, brack. Tschüss. Und ab mit dir in die Schatten. So, ja. Nächster Kerl. Das müsste dann eh schon der hier am Licht, beim Licht sein. Der hier. Da oben ist weit und breit niemand normalerweise. Passt. Den können wir leider nicht verstecken wegen dem Feuer, weil ich möchte gerne mal Feuer ausmachen können. Bis hierhin dürfte es ja richtig sein, hoffe ich mal. Jetzt müssen wir noch den Gratler hier ausschalten. Da oben scheint keine Wache zu sein. So ist gut. Ab mit dir in die Schatten. Sehr, sehr gut. Das hört sich an, als wenn da eine Fledermaus wäre, so. Hier hoch kann man nicht wahrscheinlich, ne? Nee, nee. Gut. Na komm. Ich habe hier einen Kratler gesehen. Irgendwo war einer. Bitte was? Wie frei sein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist jetzt schlecht. Der hat ihn gesehen. Der Bogenschütze, ne? Es scheint keiner schauen zu kommen.
Das gefällt mir gerade nicht. Zumindest hat noch kein Alarm geschlagen, also scheint noch alles in Butter zu sein. So viel dazu, ich habe es richtig gemacht. Mhm. Natürlich. Na, er ist im Licht. Ha, 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 ha. Ich glaube, das kann ich schon nochmal machen. Komm, versteck dich. Scheißen Dreck. Wie viel Pech. Was für ein unfassbar verkacktes Pech. Ist eh schon wurscht. Komm, bohr dich rüber. Alter Schwede. Oh mein Gott. Da kommt so ein Gradler. Der dreht wieder um. Das war nicht schlau. Ich bin lebensmüde. Ich habe nur Glück gehabt. Ich bin so lebensmüde. Wahnsinn. Na, aber so ist es spannend, oder? Alter, krass. Ich habe gerade das Gefühl, als wären meine Farbmäuschen hier. Ich muss mich gerade ein bisschen umschauen. Ob die nicht irgendwo mich da anmiepsen. Jetzt sehe ich gerade an wie meine drei Farbmoos-Damen. Wahnsinn. Krasses Pferd. Jo. Was mache ich mit dir, du Gradler? Der da unten, der ist echt blöd gestorben, da unten. Ja. Aber irgendwie habe ich wieder mehr Glück als Verstand gehabt. So, das müsste passen. Jawohl. Hier ist niemand, hier ist überhaupt nichts. Jetzt habe ich echt gedacht gehabt, hier wäre was versteckt. Aber nichts. Mwahaha. Wäre ja auch zu einfach gewesen, oder? Wäre doch zu einfach gewesen. Schade. Schade, da hätte ich echt eine Schriftrolle vermutet gehabt. Dann schauen wir weiter. Den da drüben hätten wir auch schon ausschalten können. Aber der Bogenschütze, da ist mir lieber, wenn wir den zuerst blätten. Wenn er sich mal bewegen möchte. Aha.
hast. Ist auch Geschichte. Ich habe keine Ahnung, wie es da unten ausschaut. Der schaut leicht unbeholfen aus. Alles gut. Boah, ich bin gerade voll. Entschuldigung, ich rede zu wenig. Ich bin gerade so. Weißt du, so. Finde den Talisman. Ja, ich möchte auch gerne die Schriftrollen finden, die hier versteckt sind. Ah, vor meiner Nase. Ich rede gerade davon. Und vor meiner Nase ist hier schon eine. Voll schwer. Also wirklich schwer versteckt. Was? Hör auf. Wer ist da? Ja, niemand. Weg. Alter Schwede. Geht das so gerade rum? Puh. Kann ich hier wieder rauf, bitte? Da oben fühle ich mich sicherer. Wo kam der jetzt her? Auf jeden Fall machen wir ihn jetzt mal weg. Sicher ist sicher. Das war mir gerade schon fast zu knapp. Es ist so schön, alles zusammen. Es ist echt so schön gemacht. Mir gefällt das Spiel nach wie vor sehr, sehr gut. Das kann ja auch ruhig mal was Schwereres sein. Das passt ja. So. Und tschüss. Puh. So. Das war ein bisschen zu schnell um die Kurve gegangen. Um die Ecke. Da hätte jemand sein können. Aber der Finger, Alter. Mein Fingerchen. Kann ich hier rauf? Im Ernst. Ist es jetzt ein Versteck oder ein weiter Weg? Das dürfte der Weiterweg, der Weiterweg. Oh. Ah, der Talisman. Eine Puppe. Das ist meine geliebte Puppe, das einzige Erinnerungsstück an meine Mutter. Sie hat die Puppe für mich gemacht. Sie ist ein Abbild einer alten Heldin des Clans meiner Mutter, der Shirokitsu. Sie hat mich immer zum Weitermachen getrieben, egal wann und wo. Selbst in all den Jahren, die ich an diesem Ort verbracht habe. Du... Hast hier gelebt? Leider ja. Nach dem Angriff habe ich mich nicht zurück in die Stadt getraut. Sie hätten mich dort vielleicht erwartet. Ich konnte nirgendwo anders hin. Ich war sicher, nie wieder jemanden vertrauen zu können. Sei mit der Puppe vorsichtig, ja? Versprochen. Yamiko? Ja? Diese Talismane, warum werden sie so streng bewacht? Du meintest, die Kaiho hätten dich mit ihrer Hilfe eingesperrt. Ich habe jetzt schon Dutzende Wachen. Was? Ja, aber erst zwei Talismane gesehen. Warum stellen sie so viele Männer dafür ab? Weißt du, ich stand der Kaiserin sehr nahe.
Ich war bei ihr, als die Kaiho angriff. Sie ist stark. Viele haben sie für eine Göttin gehalten, so mächtig war sie. Eine Göttin? Ja, erinnerst du dich, dass ich dir von den anderen erzählt habe, die hier mit mir gefangen sind? Die Kaiserin ist eine von ihnen. Was? Die Kaiho. Ja, hat sie bei ihrem Angriff unterschätzt. Ihre Anführer mussten diese schmutzige Talisman-Magie benutzen, um den Tempel zu versiegeln. Und jetzt bewachen sie hier alles aus Angst, dass jemand sie befreien könnte. Sie konnten die Kaiserin damals nicht vernichten, aber sie suchen seitdem nach Möglichkeiten, das nachzuholen. Das ist nur einer der Gründe, warum wir uns beeilen müssen. Du hast recht, wir haben schon genug Zeit verplempert. Irgendwas ist komisch an der ganzen Sache. Das ist... Hier hinten ist ein Geheimgang. Ich habe immer für einen Fluchtweg gesorgt. Hier drüben, mir nach. In meiner Erinnerung war das alles hier viel größer. Klar, weil du damals ein Kind warst, ne? Aber das machen wir noch nicht. Kommt gar nicht in Frage. Kommt überhaupt nicht in Frage, weil... vielleicht sind hier doch noch Schrifttollen versteckt, ne? Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich jetzt schon alle Gegner besiegt habe. Weil eine Schriftrolle haben wir ja schon. Eine Schriftrolle, Schriftrolle. Eine Rolle Schrift, lalala. Schriftrolle, Rolle. Wo könnten die anderen sein? So, hier vielleicht? Na. Ich bin hier schon bei 12 vorbeigelaufen. Ihr habt sie sicher gesehen, ne? Auch die anderen drei, da bin ich sicher fix vorbeigelaufen. Hundertprozentig. Ich kann es vor meinem geistigen Auge sehen, wie ich da vorbeigelaufen bin. Ob hier drüben noch was versteckt ist? Da ich auch noch bei aller Liebe noch gar nicht alles durchgeschaut. Das ist echt, also es ist echt traurig und ärgerlich für mich, dass ich im vorigen Kapitel 3 übersehen habe. Ich hege nach wie vor die Hoffnung, dass wir da nochmal hin dürfen. Ein bisschen später. Ja auch nicht sein, ne? Da drüben waren wir schon, da drüben war definitiv nichts. Dass hier echt nur eine war, bin total verunsichert. Naja, dann würde ich halt sagen, wir belassen es mal bei dem, mit dem einen. Wird dann hoffentlich schon passen. Sagt, ich hoffe es mal. Kann man hier aufs Dach? Vielleicht waren hier welche auf dem Dach versteckt. Boah, das wäre aber Aslak gewesen. Das wäre richtig schlimm. Wenn sie die auf die Dächer versteckt hätten. Aber warum nicht? So haben wir streng gesehen alles entdeckt eigentlich. Okay. Schwupp. Natürlich. Na, das war knapp. Ich habe als Kind wahrscheinlich mehr gewogen als du je. Was? Mehr gewogen? Weniger, oder? Wenn du mehr gewogen hättest als Kind als ich jetzt, dann dürfte das doch gar nicht zusammenbrechen. So. Ah. Okay, auf dem Mausrad oben bleiben, dann passt das auch.
Okay. Und wie kann ich hier jetzt die Energie aufladen? Ah, sie ist voll. Ah, okay. Mit der Maustaste, wenn du drauf drückst, dann haut das hin. Also mit der Maustaste, mit dem Mausrad, also die mittlere Maustaste, wenn du da drauf drückst, dann passt das so. Siehst du, jetzt ist es schön voll. Ganz ehrlich, der große Kreis erinnert mich an Amaterasu. An ihren Schatten, an ihren Sonnenspiegel, den sie auf dem Rücken hat. Ihr Markenzeichen, wenn man das so möchte. Das wäre echt geil, wenn die Kaiserin Amaterasu ist. Weißt du, wie diese Kugeln funktionieren? Ich habe mal was über sie gehört. Hauptmann Yuki hat sie geschaffen. Aha. Wirklich? Wie erschafft man denn einfach so Lichtessenz? Erschaffen? Die Kugeln erschaffen sie nicht. Sie sind aus einem seltenen Material gemacht, das tagsüber Lichtessenz aufnimmt. Nachts produzieren diese Essenz dann irgendwas anderes, genau. Ein Mineral? Ich dachte, das wäre einfach magische Kristallkugeln oder so. Junge, das weiß doch jeder. Unsere Waffen sind aus demselben Mineral gemacht. Selbst wenn man keine Erfahrung mit Lichtessenz hat, kann man damit ja, mit Licht kämpfen oder so. Ne? Aha, was? Mein Schwert? Hauptmann Hikaru, ich brauche unbedingt eine andere Schicht. Okay, verstehe schon, mit dem Deppen will er nicht, ne? So, jetzt müssen wir mal schauen. Wie geht das hier? Da oben, den Gradler müssen wir zuerst ausschalten. Aber wie? Und da ist wieder so ein komisches Haus. Da könnte schon wieder was versteckt sein. Kommt man hier rauf? Aha. So, vielleicht haben wir jetzt Schatten? Ja. Weg mit dir. Nicht, du musst dahin. Okay, der geht darüber. Och nö, schade, da ist nichts. Ay, caramba. Der Bogenschütze, ne? Der könnte mir jetzt glatt gefährlich werden. Dreh dich um. Na, jetzt hat das nicht hingehauen. Gut, so schnell weg. Das lief gut. Jetzt ist die Frage, ob dieser Bogenschützendepp sich noch bewegen tut. Oder eher nicht. Doch. Ja, das habe ich befürchtet gehabt. Jetzt geht er weiter. So, schnell machen. Schnell weg. Oh fuck.
So geht's auch. Fein. Passt. Gut. Das war's mit dir. Und weg mit dir. Alter Schwede. Boah, das ist schon wieder groß hier. Das ist schon richtig, richtig groß wieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass mir wieder was versäumt, ist echt groß. Da speichert sich was, okay. Dann lieber doch nochmal zurück. Kann man hier nach hinten irgendwo? Nö. Na gut, dann laufen wir ein Stück. Sind die Kerle noch gefragt hier, ne? Jetzt müssen die noch dran glauben. Puh. Ah. Weg. Okay, schnell dahin zurück. So ist gut. Warten, bis wir aufgefüllt sind. Wo ist der eine Kerl? Da kommt er. Da können wir dann, wenn der weg ist. Perfekt. Schnell. Weg, 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 weg. So. Jetzt ist die Frage, wie weit der herkommt. Okay, da dreht schon rum. Schwert. Lol. So. Aha, da hinten ist auch jemand. Okay. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Lauf, 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 lauf. Schlecht. Ganz, ganz schlecht. Das war ganz, ganz schlecht. Nochmal von vorn. Jawohl. Oh, der Part ist zu Ende. Verflixt und zugenäht. Himmel, Herrschaft, Zeiten. Wo bin ich da? Ach, hier. Was? Oh, da drüben ist jemand. Okay, ich bleib mal hier stehen. Na gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!